Hallo, willkommen zu einem kleinen Video-Tutorial XMPP-Account bei Wolke 7, also Instant Messaging Account Wolke 7. Wie richte ich den Pitkin oder den Account ein? Ganz einfach, ihr ladet euch als erstes mal den Pitkin runter. Das könnt ihr hier machen, mit einem Klick hier drauf für Windows oder den Pantheon, das geht auch, oder für Mobile-Geräte. Das geht auch. Die ganzen Informationen stehen hier, wie das genau geht. Und ich erkläre euch das jetzt in zwei Schritten, wie man sich ein XMPP-Account bei Radio Wolke 7 anlegt und wie man sich mit einem Kontakt, einem XMPP-Chapter-ID-Kontakt verbindet. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich einen Account zu holen. Die erste Möglichkeit wäre auf der Webseite von Radio Wolke 7. Dazu klickt ihr auf das Symbol Instant Messaging. Dann geht diese Seite auf und hier haben wir einen Link. Und wenn wir diesen anklicken, geht ein neues Fenster auf und hier könnt ihr einfach euren Namen einschreiben. Ich gebe jetzt hier mal einen neuen Test ein. Hier ist die Domain schon angegeben. Jetzt müsst ihr lediglich noch euer Passwort zweimal eingeben. Könnt ihr natürlich frei wählen. Den Namen könnt ihr optional eingeben und auch die E-Mail-Adresse. Es ist aber nicht zwingend erforderlich. Nun klicken wir auf Account erstellen. Das dauert ein wenig und wir warten, bis das Feedback kommt. Hier ist das Feedback, die Rückmeldung, Checking Passwort okay. Und die Chapter-ID neuen Test at Radio Wolke 7 war erfolgreich auf Radio Wolke 7. Nun könnt ihr das Fenster schließen. Ihr öffnet nun euren Pitkin und dann bekommt ihr so ein Fenster. Die Installation zeige ich euch hier nicht, ist relativ einfach. Einfach den Installationsweg befolgen, der euch vorgegeben wird. Beim ersten Öffnen des Pitkins erhaltet ihr folgendes Fenster und ihr werdet gefragt, ob ein neues Konto angelegt werden soll. Ich gehe jetzt hier auf Konten verwalten, sage hinzufügen, wähle bei Protokoll das Protokoll XMPP aus. Oh, das war jetzt nichts. XMPP aus. Gebe jetzt hier den Benutzernamen ein, den ich mir mit dieser Online-Webseitenregistrierung angelegt habe. Und gebe hier die Domain ein. Und die lautet radio-wolke7.de. Hier gebe ich das Passwort ein, was ich mir vorher selber gegeben habe und eingesetzt habe. Hier füge ich noch meinen Alias hinzu und sage dann hinzufügen. Ihr werdet beim Hinzufügen das erste Mal noch ein zweites Pop-up-Fenster sehen, in dem ihr das Zertifikat annehmen müsst. Es ist ein Zertifikat von Wolke 7. Nun haben wir den neuen Test angelegt und er ist schon da. Wenn ihr alles bestätigt habt, kann es sein, dass ihr danach noch euren Account hier kurz anklicken müsst. Und ich werde hier nochmal nach dem Passwort gefragt und sage dann Speichern. Und sobald wie dieses XMPP-Zeichen farbig wird, seid ihr angemeldet. Das war jetzt die Registrierung auf der Webseite oder über die Webseite von Wolke 7 für einen Chapter XMPP Account. Das Ganze funktioniert aber auch ohne, dass man die Webseite nutzt und nur lediglich den Pitkin oder jeden anderen XMPP fähigen Client zur Registrierung nutzt. Wie das geht, zeige ich euch im Folgenden. Wir gehen auf Konten verwalten. Ich nehme das einfach mal hier raus. Sage Konto hinzufügen. Wähle das Protokoll XMPP aus
suche mir einen Benutzernamen aus. Ich mache jetzt hier einen neuen Test 1. Gebe die Domäne radio-wolke7.de ein. Vergebe mir ein Passwort. Sage, er soll das Passwort speichern. Schreibe nochmal meinen Alias hier hinein. Und nun sage ich links unten in diesem Feld, dieses Konto neu auf dem Server anlegen. Ich setze hier ein Häkchen rein und sage hinzufügen. Jetzt kommt die Registrierung. Es geht ein Pop-up-Fenster auf. Registrierung eines neuen XMPP-Kontos. Das könnt ihr hier alles so stehen lassen und ihr sagt einfach registrieren. Nun geht wieder ein weiteres Pop-up-Fenster auf. Hier steht, dass die Registrierung erfolgreich war. Registrierung von neuen Test 1 at radio-wolke7.de erfolgreich. Wir sagen schließen. Und nun haben wir unseren neuen Test 1 at radio-wolke7 Account in den Konten drin. Nun klicken wir auf das Häkchen. Und schon sehen wir, dass wir angemeldet sind. Das XMPP-Zeichen ist grün. Nun möchte ich euch auch schnell noch zeigen, wie man Benutzer hinzufügen kann und wie man sich gegenseitig autorisieren kann. Ich mache das hier in einem Pitkin. Ihr müsst das natürlich nicht machen. Ihr müsst einfach nur die Kontakte hinzufügen. Ich klicke jetzt hier mal beide neuen Konten an, damit ich mit beiden Konten online bin. Und werde euch zeigen, wie man Accounts addet oder Benutzer hinzufügt. Jetzt bin ich mit meinen beiden Konten angemeldet. Ich gehe auf Kontakte, sage Kontakt hinzufügen. Bei euch könnte das auch Buddy hinzufügen heißen. Klicke hier auf Hinzufügen. Wähle mein Konto aus. Mein Konto. Ich habe jetzt hier zwei drin stehen. Ich wähle dieses aus. Und jetzt gebe ich den Benutzernamen ein, den ich als Kontakt hinzufügen möchte. Ich möchte hier einen neuen Test hinzufügen. Den schreibe ich hier rein. At radio-wolke7.de und vergebe auch ein Alias neuen Test. Nun kann ich noch auswählen, zu welcher Gruppe ich hinzufügen möchte. Das lasse ich jetzt einfach mal sein und sage einfach hinzufügen. Nun bekommt euer Kontakt, den ihr hinzugefügt habt, eine Autorisierungsanfrage. Euer Kontakt muss dies autorisieren. Dazu klicken wir auf Autorisieren. Nun vergeben wir ein Alias. Von unserem Partner den Alias oder den Kontakt und sagen Hinzufügen. Nun wiederum kommt die Autorisierungsanfrage an mich selber. Und ich sage Autorisieren. Und wie wir sehen, habe ich den Kontakt erfolgreich hinzugefügt. Das Ganze natürlich in einen Bitkin und nicht in zwei. Wir machen nur einen kurzen Schreibtest und schreiben einfach mal Hallo. Und schon bekommt der andere die Nachricht. Und er schreibt auch zurück Hallo. Das war's eigentlich schon. Was noch zu erwähnen wäre, ihr könnt über euer neu angelegtes Konto Kontakte hinzufügen. Das können Google-Konten sein, das können GMX-Konten sein, das können Web.de-Konten sein, aber auch jede erdenkliche Chapter-ID kann genutzt werden oder als Kontakt hinzugefügt werden. Weitere Chapter-Server findet ihr unter dieser Anleitung. Hier gibt es einen Link. Und hier sind sehr, sehr viele private oder auch kommerzielle Chapter-Server, die ihr alle kostenlos nutzen könnt. Ihr könnt euch hier auch überall ein Chapter-Konto anlegen. Und mit diesem angelegten Konto könnt ihr auch Wolke 7 XMPP-Konten adden. Ihr könnt auch XMPP-Konten von Wolke 7 auf Google adden, auf GMX und Web.de. Also das funktioniert völlig nicht gebunden an irgendwelche Dienste. Ich hoffe, ich habe euch ein wenig geholfen. Wenn ihr wirklich noch Fragen habt im Chat oder im Mumble, hilft euch da sicher jemand. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bye bye.